Also, wir klemmen hier gerade hier, pass auf. Dem Mutti-Schiff, sieht geil aus so. So. So, oder? Salam alaikum, du Maniak. Anja, da was? Du Maniak. Hallo, ich bin du Maniak. Was geht? Hallo. Wunderbar. Du Maniak, du Maniak. Schau mal hier, da hast du auch erst einmal Fabel bei dem Set dabei. Hallo an alle Chaosatze. Chaosatze, was geht, Brudi? Chaos, Carla. Oh, Klemmbarsch, ich lieb's. Ja, meine Lieben. Was gut, was gut. Wer hat denn das Geiles gespielt? Wer hat das Geiles gespielt? Wer hat den ganzen Sonntag gespielt? Was geil. Servus zu Zajovic. How are you? Morgen zocken, oder? Was machen wir morgen zocken? Nur X-Defiant oder auch Battlefield? Oder nur Battlefield? Ich habe seit gestern zweimal das Zündtier mit Autogramm bestellt. Nein, Dave! Bester Mann, Digga! Ja, wie geil ist das denn? Gute Anlage. Die gibt es ja zurzeit auf 150 Euro noch. Ah, normalo. Fettes Merci, Brudi. Also. Check mal die Systeme. Hier suche ich gerade die Teile. Chaos. Was hast denn du da für eine krasse Keltenschrift, Brudi? Da. Klappert die Nase rum. Heute ist mir schon ein Blumenkübel umgefahren. So ist windig. Es ist windig auf Mallorca. 30 Grad und brutaler Wind. Nee, brutaler nicht. Aber windy. Man merkt, der Herbst kommt an. Ich brauche jetzt zweimal. Einmal. Zweierteile gekriegt. Wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Wie geht's hier? Chaos. Gut. Ich habe heute keinen Hunger gehabt. Und bevor der Crystal Funk gleich reinschält. Und mich beschämt, weil er fragt, was hast du heute Geiles gekocht? Muss ich zugeben, ich habe heute nichts Geiles gekocht, Brudi. Ich war heute zu faul zum Kochen. Dafür habe ich heute mal Sport gemacht. Ich habe mir nur zwei Sandwiches gemacht. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dann nachher Hunger habe. Kennst du das? Du isst erst nichts und dann hast du Hunger und dann isst du lauter Scheißdreck. Ist das nach Anleitung oder frei nach Schnauze? Legend of Lee, das ist natürlich nach Anleitung. Schau oben rechts. Das könnte ich nach frei nach Schnauze. Ich meine, du denkst natürlich, der Erkan ist ein hochintelligenter, krasses Superwesen. Aber das ist nicht so. Max Hesselmann, Hallöchen. Dankeschön. Ich freue mich. Wir freuen uns über jeden YouTube-Zuschauer. Wunderbar. Warte mal. So. Muss ich da was machen? Hättest du das zugetraut? Nein, überhaupt nicht. Da habe ich mega Respekt davor. Muss ich sagen, da habe ich einfach mega Respekt davor. Warte. Muss ich kurz was gucken? So. Ich muss schon alles organisieren hier. Muss ich das wieder groß machen? Damit es erscheint. So. Ich wollte es nur größer machen. Weißt du, was ich da träume? Dieses Teil. Zwei mit Gelenk. Nein, ich würde mir das null. Das Einzige, was ich mir bis jetzt zugetraut habe, hat Eigenkonstruktion. Legend of Lee. Das ist diese Pistole hier. Kann ich mal hier zeigen? Weil das ist so eine Grundkonstruktion für eine Pistole. Weil ich habe hier die Terminator, die Robocop Gun. Nee, Terminator, Robocop Gun. Robocop Gun. Die ist geil, aber die ist nicht so stabil. Die zum Beispiel, die habe ich so konstruiert. Ich trage heute sogar das How You Doing Shirt von Friends. Hallo Max Hesselbach, sehr geil. Ich durfte vor 300 Millionen verbauen von meinem Sohn. Einmal und nie wieder. Ist geil. Aber guck mal hier. Die kann was. Die hält was aus, die Pistole. Das ist eine Grundkonstruktion, die ich da gemacht habe. Einfach eine ganz simple, einfache Grundkonstruktion. Aber die ist super. Siehst du, wie die Gun was aushält? Das ist jetzt die Basis von dieser Gun. Und die Robocop Gun sieht geil aus. Aber ist sehr empfindlich. Also sehr un-Robocop-mäßig, muss ich sagen. Schönes Ding. Selber aus besten Eingriffen, Sponti, beste Pistole. Danke, Cringy! Yo, Brody! Ist gut, oder? No. Was ich auch mache, ist modifizieren. Ich hab mal eine Tasse, ich hab eine geile. Soll ich euch meine. Weiß gar nicht, was ist denn das jetzt eigentlich? Eine MG oder was ist das eigentlich? Meine krasse Space Gun. Soll ich euch mal meine krasse Space Gun zeigen? Die war ursprünglich die Phaser Gun von Star Trek. Die habe ich gemoddet. Die habe ich gemoddet und habe ich mega stabil gemacht. Soll ich die zeigen? Während ich dieses Teil einfach zweimal dieses Teil nicht finde. Warte, Space Gun klingt gut. Ja, Mann.
Was ist bei der Halbzeit? Wie ist es denn da losgegangen? Der Chaos hat hart dabei. Jetzt schon vier Monate Chaos. Und surfen Sie draußen am Wagen mit. Atze! Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Dankeschön. Fettes Merci. So, und für die krassen Abonnenten, nur exklusiv für die Abonnenten. Nein, Quatsch. Zeige ich jetzt mal meine modifizierte Gun, oder? Oh, krass. Neuer Follower. Ich zeig's dir mal, okay? Also eigentlich ein legendäres Set von Blue Bricks, die Phaser One aus Star Trek. Diesmal richtig geil. Ist die geil oder ist die geil? Und es gibt ein Video, und wenn der Kyle McCoy hier da würde, würde er den Clip jetzt spammen. Zum Glück ist der Kyle McCoy nicht da. Also so ist sie richtig gebaut. Auf der Seite ist sie richtig gebaut. Die ist geil, oder? Und ich hab sie noch gemoddet. Schau mal hier. So auf Borderlands-Style. Oder so auf X-Defiant-Style. Schau mal an. Ist die geil gemoddet? Abend, Lerka, Nico! How are you? Hallo! Who is it? Here's to the finest group in Star Wars. Gerne? Ist die geil? Also, das Set, wir können ja mal gerne mal Blue Bricks gucken. Nicht wieder fallen lassen, Talomeus, ist echt so. Ich hab die verstärkt. Da macht der Strasssteinchen dran und sagt modern Motten. Wahnsinn, Finger in die Wunde. Der Zusage, er sieht alles, Finger in die Munde. Ja Mann, das ist mega gemoddet. Ja, weil sonst die 20 Euro, die du ausgegeben hast bei X-Defiant, damit du eine leuchtende Waffe hast, weil das ist was anderes, oder? Also so gehört sie richtig gebaut auf der Seite. Und so habe ich sie gebaut. Aber ich habe da drinnen, habe ich das verstärkt. Ich habe das da drinnen verstärkt, weil sonst würde dir ständig das hier unten abfallen. Aber ich habe das so gemacht, dass du die auch halten kannst und dass die hält. Schau, jetzt hält die. Es gibt, zum Glück hat keiner gerade Zugriff auf diesen Clip, wo ich die in die Hand nehme und die fällt runter. Ist geil, oder? Muss ich eigentlich viel mehr zeigen im Stream, die Waffe. Sieht man dann nachher. Macht Strass. Hat er echt Strass? Ich kenne das Wort gar nicht, Strasssteinchen. Was ist denn das für ein krasses Wort? Also, ich muss das Strasssteinchen die Teile finden. By the way. Strasssteinchen am Arsch. Zusammen, wie geht's dir? Cheersinger. Also, was zocken wir jetzt morgen? Wenn du dabei bist. Zocken wir morgen Battlefield oder wieder X-Defiant? Ich würde sagen, ich fände es krass geil, eine zweite Runde Battlefield, weil unser Battlefield-Clip auf YouTube geht einigermaßen gut ab. No Campari, no Party. Yeah, Mann, das Video habe ich gegangen, habe ich jetzt heute gesehen. Grüß dich, wie geht's dir, Dennis Winkler? Alles gut, selber bei dir. Mir geht's besser, wenn ich endlich das Teil gefunden habe. Ja, lustiges Video. Aber es hört sich schon ein bisschen indisch an, der Clip, oder? Es gibt so einen Clip, wo eine Frau sagt, No Campari, no Party oder sowas. Hört sich fast, ist das ein Werbespruch oder was? War das mal so ein, war das eigentlich ein guter Werbeclip? Also ich brauche Zweier mit Gelenk. Du, wenn ich es jetzt nicht finde, dann überspringe ich den Bauschritt. Ist mir scheißegal. Wir wollen hier nach vorne kommen. Können wir auch machen. Ich glaube, wir machen das ganz cool, dass man den Bauschritt überspringe. Also, was ist jetzt los hier? Die Frau heißt Claudia Obert und die ist so spruch bekannt geworden. Echt? Geil. Obert.
Claudia Ober, das ist auch so ein Name, wo man sich sagt, also, die wird, das ist, da wird, man wird nie Bundeskanzler, das ist kurz vor Ober, kurz vor Kellner, das ist so ein, der Name Ober darf nicht untergehen, das hört sich so nach besserer Kellner an, nichts gegen die Frau Obert. Aber das Teil, mal mit zwei Noppen. Und das hätte ich eigentlich schon längst finden müssen. Und hätte es noch nicht gefunden. Das liegt natürlich null an mir. Das liegt immer an den anderen. Weißt du was? Da tun wir das einfach weiter, Klemme. Und wenn wir das Teil finden, dann machen wir mit dieser Selektion hier weiter. So, wir machen einfach den nächsten Schritt. Das ist ja nur Deko. Ganz links in der Mitte. Siehst du das überhaupt? Ja, genau. Ich bin auch noch drauf reingefallen. Ich depp! Aber sehr gut gemacht, ganz links in der Chaosatze. Sehr gut gemacht, ganz links in der Mitte. Und ich bin drauf reingefallen. Ich bin so naiv. Verkauf mir ruhig ein paar Aktienfonds, kaufe ich alle auf. Da ist es gerade. Eins habe ich gefunden von diesen Teilen. Eins haben wir gefunden. Das heißt, wir klemmen das hier auf den. Das ist auf dem Vierer drauf. Und das ist so dran. Also eins haben wir gefunden. Wir müssen es zweimal bauen. Das zweite Mal müssen wir erst bauen, wenn wir auf die andere Seite dran setzen. Insofern ist das aktuell nicht so wichtig. Aber die gute Nachricht, das Teil gibt's, es existiert. Also können wir doch dir weiter. Hast keinen 3D-Drucker? Noch nicht, Brudi. Vor allem nicht in dieser Stärke, oder? Dumme Frage, aber es gibt keine dumme Frage, es gibt nur dumme Antworten. Wie ist das Wetter in Deutschland? Ich meine, ist ja so, wenn man auf so einer Insel lebt, man ist so abgeschnitten, das habe ich schon hier. Man ist so abgeschnitten. Jetzt brauche ich zusammen die Winkel. Weil ich gerade sehe, keiner bewegt sich. Schade, dann hättest du den Stein drucken können. Aber in dieser Qualität machen die es schon so stark. Bei uns ist heute Wechsel bei The Third. Bewölkt und windig, dann sonnig und heiß. Wie fühlt sich das denn so an? Also hier, Legend of Lil. In der Nähe von Düsseldorf ist heute Wechsel. Wird Sonne, warm, kalt. Wie kommt das Wetter so an? Cesco Jazz, hallöchen! Cesco Jazz, welcome! Why, hello there! Gerade bin ich bei uns, The Pleaser. Ist das schon so ein Herbstfeeling? Nicht, dass ich hier flexen will, weil es hier noch so schön warm ist. Ich meine nur, also man weiß auch nicht, vermisst man jetzt das deutsche Wetter? So, das ist jetzt hier so ein Ding. Das kommt jetzt hier darüber. War gerade mit der Motorsense unterwegs draußen. Fühlt sich besser an als gestern damit. Gestern zu warm. Was hast du denn weggesenst, Brudi? So, schau mal, das kommt hier so rein. Das ist eigentlich ein ganz schöner Bauschritt. Das heißt, wir klemmen das hier so dran. Dann sieht es noch. Schau, du klemmst es hier so dran. Und dann hier so runter. Dann sieht das noch technoider aus, so nach Muckis. Es sieht jetzt nach Muckis aus. So. Oder? Steht hier so ein bisschen ab, muss ich sagen. Da steht so ein bisschen hoch, aber hat das. Technoides. Das ist Technoid, Brudi. In Brandenburg ist es auch warm. Brandenburg, da war ich einmal ganz kurz. Schön. In der Wiese war im Zaun das Gras hochgewachsen. Dass die Leute so hochgewachsen, dass die untere Litze schon verschwunden war. Was ist eine Litze, The Third? Was ist eine Litze? Oh, jetzt drehen wir es um. Also ich bin da gespannt, wie das Ding ausschaut, wenn es fertig ist. Also wir brauchen hier eine 4-8-2-8er Stangen. Zweimal, viermal, okay. Wie, was ist eine Litze? Litze nennt man dieses weiße Band am Zaun, wo man Strom drauf macht. Ach Quatsch. Das ist eine Litze. Ich habe was ganz anderes gedacht.
Ich bin halt so krank, Brudi. Ich hab gedacht, es ist was ganz anderes. Nein, Mann, er kann pfui, echt. Ich hab was ganz anderes gedacht. So, keine Ahnung, Julaila hat eine schöne Litze oder sowas. Ich bin so krank, echt. Ich muss auch mal, ich bin auch ein bisschen bescheuert im Kopf, ey. Also, so. Echt. Dass auch keiner Stopp sagt in meinem Gehirn, hey. Ich hab halt gedacht, so, weißt du, die hat eine schöne Litze. 4, 1, 2, 3, 4. Ach, dreimal den Zweier, ui. Die Süße. Wenn ich bei dem Bunny im Dittermoser ran muss, weil man die Litze nicht mehr sieht, ist irgendwas komisch. Ja, vor allem, dass du mit der Motorsense rangehst, das ist wirklich sehr komisch. Wie sagt man so schön Neudeutsch? Da bin ich ganz bei dir, Brudi, da bin ich ganz bei dir. Der Third geht ihr an die Litze. So, also hier. Das ist da drauf. Oder? Das ist so was. Noch eins drüber. Dieses Teil haben wir jetzt hier so gebaut. So, also, Brandenburg ist noch warm. Deswegen sagt man, niemals an die Litze pinkeln. Ist es wirklich so, dass man einen Stromschlag bekommt, wenn man so nennt? Der Krypti, endlich ist ja auch mal wieder da, der feine Herr. Der feine Herr Kryptlord bemüßigt sich auch mal wieder, Hallo zu sagen, ja? Lässt uns hier einsam sterben, während er irgendwie, keine Ahnung, Gas gibt da oben. Ja, Krypti macht nur Megaparty die ganze Zeit. Schneid mal kurz vorbei, ja? Holt sich hier ein bisschen Liebe ab. Wahnsinn! Mir klemmt's? Was klemmt? Regen oder was? Es gibt Leute, die müssen arbeiten. Was meinst du, was ich... Ja, was meinst du, was ich hier tue, Bruder? Ist auch harte Arbeit, was ich mache. Hm? Brutal hart bin ich am Arbeiten. Der Stefan auch. Wir sind beide immer hart am Arbeiten. Arbeiter. Wir sind arbeitende Bevölkerung, Brudi. So schaut's aus. Jetzt kommst du. So, also, was ist jetzt hier los? Darüber das Teil, oder was? Ich kann mich da nicht konzentrieren. Wenn so Hobby-Elektriker vorbeikommen. Nein, wirklich. Wer im Raum Bayern lebt und jemals einen guten Elektriker braucht, kann gern beim Kryptlord einen Termin machen, wenn er einen kriegt. Der Mann ist ausgebucht, der Mann ist fähig. Der hat der Pisser nicht an Strahles. Es gibt Leute, die müssen, aber der Pisser an Strahles, glaube ich, das. Aber was? Das sag offen, aber das glaube ich nicht. Wir können ja mal gerne, also ich will jetzt keinen animieren. Kryptlord, du bist Elektriker, da haben wir doch. Kryptlord, wenn man jetzt einen Absperrzaun von einer Viehweide ranpinkelt, gibt es da einen Stromschlag? Ja oder nein? Du kriegst einen Megastromschlag. Ich rede nicht von mir wegen Arbeiten. Okay, gut. Schon getestet. Chaos Atze hat schon rangepinkt. Also, wer von euch hat schon an einen Viehzaun, einen Stromviehzaun? Würde ich nicht machen. Wie viel Megawatt hat denn so ein Ding? Zweimal oder was? Soll ich das zweimal machen, das Ding? Habe ich doch jetzt nur einmal gemacht. Wie viel 1000 Megawatt hat denn das? Was machen wir jetzt? Zweier, Dreier und Achterstangen. Wie viel 1000 Megawatt Kilojoule? Außer mal schrillen. Wir haben selber, da kannst du mir glauben, dass du da einen Stromschlag kriegst. An den Schwanz rein, oder was? Aber ich nicht. Welchen Mann hätte ich wohl? Geht es nur Männern so? Ist unterschiedlich, je nach Tierhaltung. Aber wieso pinkeln denn Tiere gegen Elektrozäune? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Sind die so dumm? Ich meine, wie sind die Tiere drauf, dass sie gegen Elektrozaun pinkeln? Ich meine, das ist doch krank. Du verarschst mich. Welches Tier ist so dumm und pinkelt gegen Elektrozaun? Meine, solche Tiere gehören einfach geschlachtet. Das ist meine Meinung.
Würdest du das Tier von einem Fleisch, das Fleisch von einem Tier essen, das so dumm ist, dass es freiwillig gegen einen Elektrozaun pinkelt, nur um zu sehen, ob es einen Stromschlag gibt? Tiere machen das nicht, nur einmal. Hast du eigentlich den Affen später? Was? Hast du den Affen später? Das Tier Mensch. Okay, Argument, Lilly, Legend of Lilly, das Tier Mensch. Der ist nicht dafür, dass er dran pinkelt, der Zaun ist dafür, dass sie drin bleiben, er kann. Ach so, wieso pinkeln Menschen dann ergeben? Machst du eigentlich den Affen später? Welchen Affen? Hola, beim Chico, was geht heute? Wir waren ein Tag oder saludos. Hola, ¿qué tal, Chicos? Warum schreibst du nicht mehr auf Spanisch? Hast du Spanisch verlernt oder was? Denkst du, nur weil du jetzt in Portugal lebst, bist du jetzt ein Anti-Spanier oder was? Es geht denn ab, ey. Es geht denn ab, Brudi. Es geht denn ab. Was machen die Shirts? Hallo, Snish! Hey. Ja, es ist möglich, einen Strom dazu bekommen, wenn man einen Elektrozaun, Weidezaun uriniert. Der Urinstall könnte in Theorie den Strom vom Zaun zum Körper leiten. Allerdings ist das Risiko relativ gering. Der Stahl zerbricht normalerweise in Tropfen, bevor er den Zaun erreicht, was die Leitfähigkeit unterbricht. Just Chatting, eigentlich müssten wir machen, ist es besser, wenn wir Just Chatting bleiben oder ist es besser, wenn wir machen Makers and Arts? Machst du den Affen später mit dem Black Myth Combo? Nee, mach ich nicht, Brudi. Mach ich nicht. Ich hab jetzt, ich muss sagen, weißt du was? Menschen pinkeln dagegen, weil jemand ankommt und sagt, das mit dem Köln Strom blockieren, dann probierst du es aus, weißt du, glauben, zapp. Ja, aber kriegt man da nicht einen Dauerständer? Der Heiko hat gesagt, wenn man gegen einen Tierzaun pinkelt, kriegt man so einen Ständer, dass man ein halbes Jahr einen Ständer hat. Das Black Thing Mukong. Nee, Kryptlord, weißt du warum? Ich habe langsam genug von Souls-like in Asien. Irgendwie steht es mal langsam bis da oben. Das sagt ChatGPT. Die Chance ist sogar sehr hoch, sagt The Third. Das ist ein Irrglaube, dass man keinen Stromschlag kriegt. Die Weizenzäune haben keinen dauerhaften Strom, immer nur Impulse. Ist das gut oder schlecht? Also, man pinkelt in Tropfen gegen einen Stromzufuhr, die nur Impulsen ist. Also, kannst du mir jetzt erklären, das ist jetzt so. Morgen so Schlagzeile. Hunderte von Leuten sterben? Genau! Genau. Legend of Lilly. Ich wollte es gerade sagen. Schlagzeile. Legend of Lilly. Ich habe es mir gerade gedacht. Schlagzeile morgen. So geil. Stromschläge an beide Zäunen ist Erkan der Anstifter. Ich habe es mir genau gedacht. Sehr geil. Great Minds Think Alike. Das heißt, du kannst kurz dranfassen und wieder loslassen und keinen Schummel geben, wenn du in den richtigen Moment dranfasst. Genauso kannst du dranpinkeln und nichts kriegen. Dann machen wir so. Und das nach einer Sekunde. Video machen wir. Challenge. Wir challengen den Stefan. Pass auf, wir sagen dem Stefan, Daki, Hallöchen. Wir sagen dem Stefan, hey. es gibt eine Trophy, eine Platin-Trophy, wenn du auf der Alm gegen einen Weidezaun pinkelst. Wenn du sagst, es gibt eine Platin-Trophy. Du platinierst dein Leben, Buddy. Ja, Stefan platiniert sein Leben. Den schreibe ich mir auch auf, weil der gefällt mir. Stefan ist so ein Typ, der platiniert sein Leben. Ach, wir könnten so viel Scheiß machen. Zap! Hallo, Lucky nochmal. Stefan platiniert sein Leben. Wir haben so viele geile Sprüche drauf, Buddy. Okay, ist doch gar kein Scheiß. Gestern habe ich mir auch geschrieben, die Jalila braucht keine Sonne, keine Schönheits-OP. Sie identifiziert sich einfach 20 Jahre jünger. Schau mal, was ich für einen geilen Stift habe, Brudi. Schau dir mal diesen Stift an, den ich hier habe. Der ist mit Diamant drauf, schau. Das ist ein Diamant, was da oben, Smaragd oder so, oder Azul, was ist denn das? Smaragd ist grün, gell? Das ist ein blauer Superstein, der da oben drauf ist. Das ist ein Stift, mit so einem Stift schreibe ich, schau mal hier. So rich bin ich, so rich, dass ich hier solche Megasteine drauf habe. Wie heißt denn das? Saphir, genau, Sapphire. Ein Saphir habe ich da oben drauf. Ist echt, schwöre. Hey, schwöre, Buddy, das ist echt, schwöre. Schwöre. Und wenn du auch irgendwann mal einen Stift mit Saphir haben willst, ja, und 4.000 Euro zur Verfügung hast,
dann kauft dieses Buch. Ich hatte früher keinen Saphirstift und habe nicht unausgesorgt in 4 Monaten, aber jetzt habe ich ja einen Saphirstift und wenn du 4000 Euro hast, dann kaufst du dieses Buch. Abgehobener Schreiber. Syphilis heißt es. Ja, moin, irgendwie mal Chat. Wieso, alles gut? Was war das für ein Lego-Projekt? Sun God Nika. Das ist kein Lego, das ist Blue Bricks. Abenteuer. Kennst du noch die Filme Rob, Rubinrot, Saphirblau, Samargrün? Nee, was ist das? Die sind toll. Glas. Sun God Nika. Ja, genau. Jetzt habe ich es gestanden. Wollen wir es mal Makers and Crafting machen eigentlich? Mach ich jetzt mal. Warte. Herstellen und basteln. Was haben wir jetzt für eine Kategorie? Jetzt haben wir gar keine Kategorie. So ein Kack. Ich kann es auf Apple, komme ich da nicht rein. Warte. Das ist ein Kack, ey. Die Maske bei Apple ist immer so klein, dass ich da nicht rankomme. Mach ich's halt woanders. Just Chatting gerade vanished. Oh. Mach ich's auf dem PC. Nee, dann ist die super kluge KI-Maske ist einfach zu klein. So. Fliegst du im September zwischen Shows, mach mal oder bleibst du hier? Nein, ich fliege immer hin und her. Immer am Wochenende. Unter der Woche bleibe ich immer. Das sind die Filme, die ich mit Exxon geschaut habe. Sind gar nicht so schlecht. Um was geht's da? Rubin, Rot, Saphir, Blau, Smaragd, Grün. Erkennt nur Pokémon, Blau, Rot, vielleicht noch Gelb. Brudi, Sankot, Nika, ich habe Dings gesprochen. Kokowai, Kokowai. Bye, hallo Benny, Hallöche. Wie geht's dir? Steht? Heute auch wäre es kühler bei dir oder immer noch Hitze? Nein, jetzt haben wir 30 Grad. Jetzt ist super toll, angenehm. Also sind alle nach Edelstein bekannt, dadurch kann ich mir die 3 Farben merken. Um was geht's denn da? Mein Ex hat mit dem ersten Buch den Anfang gemacht, 10 Jahre. Okay. Mach einfach Game Basteln, habe ich. Katriakan, bast doch. Just Chatting hat gerade vanished. Ich wollte erst fragen, ob du es gesagt hast. Aber da steht ja nichts. Ja, ich habe es gerade geändert. Ich hatte, aber... Er hat sich nach ein paar Monaten später getrennt, was? Er hat sich getrennt. Ja, sei froh, dass du los bist, oder? Shirts mit geilen Sprüngen auf verschiedenen Sprachen wäre mal was für mich. Was Neues für mich. Mach das, Brudi. Wenn du einen Käufer findest. Geile Sprüche gibt's immer. Aber wer will, sie muss dir vertreiben. Es geht da um ein Mädel, das Zeitreisen kann, aber nicht unbedingt beliebig. Es geht um mehrere Zeitreisen. Das ist eine Besonderheit. Das finde ich aber ganz cool. Ich habe Outlander geschaut. Voll peinlich. Ich weiß es. Habe ich geschaut. Sankt Gott, Nika, mal so eine Frage zum Spoiler. Wird es nochmal ein Erkan Schöpfchen geben? Es ist aktuell auf Standby. Also, guck mal, wir haben jetzt gerade irgendwie zwischen 50 und 150 Zuschauer. Jeder Filmproduzent würde sagen, wenn du 1000 Zuschauer hast beim Stream, dann machen wir einen Film. Ja, fix, dann könnte ich mal wieder nicht zum... Was? Kommen wir wieder nicht zum Tee trinken, Krippli, Lordi. Ja, mal gucken. Das ist alles, der September ist noch sehr im Wagen. Und dann gibt es auch noch böse Mächte, die sich nach Macht einigen wollen und so. Hört sich aber ganz cool an. Ihr Mädelschen. Zeitreisen finde ich aber cool. Was? Du hattest mal Synchro bei Pokémon gemacht. Ja, unter meinem alter Ego. Habe ich gemacht. Kokowai, Kokowai und Biva Knosp. Aber auch ganz witzig. Ja, wenn Antrag macht und dann später Schluss macht, der wird dich nicht... Absolut legendary. Forget about him. Outlander ist doch geil. Ich finde Outlander eine coole Serie. Hallo Animal Mother. Irgendwie ist es cool. Hallo.
Es müssen beide seine Gründe gehabt haben. So oder so. Kann nicht mitreden. Kennt ihn ja nicht. Ja, selber schuld. Nichts mehr passt, aber die Bücher sind dennoch super. Okay. Also machen wir die 3-2 aufeinander. Ich mag so Zeitreisen. Ich habe noch nie Outlander geschaut. Ey, das musst du gucken. Das wird dir gefallen. Also wenn du auf Zeitreisen stehst, sag ich mal, ja, dann findest du Outlander, oder Leute? Wir machen das so. Das kommt hier so dran. Das hier gefestigt. Das gleiche nochmal. Also Outlander ist auch so Zeitreisen. Also schau zur Vikings, gute Serie. Ich schaue zurzeit Yellowstone. Empfehlung von Surfen Molly. Zeitreisen sind super, deswegen liebe ich Dr. Who. Was für ein schönes Kind gespaut, Big Bigelow Benny. Rufzeichen Brix. Rufzeichen Brixie, Brixie, Brixie. Mit CK. Okay, oh krass, schon mal ein Einser. Eine Achterstange und dann noch wahrscheinlich... Ist das eine 10er oder eine 12er Stange? 4, 6, 8, eine 12er Stange. Eine 8er Stange und eine 10er Stange. 12er Stange. Was war das andere? 1er noch. Brutal schnell gefunden, hey. Kennst du die deutsche Produktion Dark? Mega geil, da muss man konzentriert schauen. Ich hab's nie geschaut. Ich kenne die Produzenten, ich kenne auch einen zum Beispiel, ich kenne den Roman Knischka, einer von den Darstellern. Cooler Typ. Der hat bei Dark mitgespielt. Produzenten Wiedemann und Berg, habe ich mal gut kennengelernt, aus München. Haben viel gemacht. Schau hier. Also, Hut ab. Aber ich mag halt so deutsche Sachen nicht so. Weißt du warum? Weil ich selber nicht mitspiele. Es ist echt so, du denkst dir, wenn die mich nicht nehmen, dann kann es nicht gut sein. Das ist als Schauspieler echt so, du hast keinen Bock, das Zeug von anderen anzugucken. 8, 10, 12. Also. Ach, zweimal die große. Ist ganz, eigentlich ganz peinlich, aber es ist so. So. Aber irgendwie nachvollziehbar, oder? Warte mal, die 12er. Geht bis auf die 3er? Ja. Wie kommen bei euch noch zwei noch Autogrammkarten? Soundgott Nika. Wohnt der Schweizer nicht gleich um die Ecke? Kein Problem. Mach mal Rufzeichen Autogramm-Deal. Ärger Chef bei LOL. Ja, da haben wir langsam keinen Bock mehr drauf. Da sind wir so abgehoben, dass wir sagen, wenn die Deppen uns nicht irgendwie mal buchen, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Das wäre am Anfang cool gewesen, aber so, wenn sie noch die letzten aus der Schublade rausziehen, haben wir auch keinen Bock. Autogramm hier, genug Döner gesammelt und Belohnung eingelöst. Döner-Symbole unter Chat, Fans im Podcast. Dann schreibst du uns eine konkreten Infos hier. Pricks, nee, mit B. Bricks mit B. Hallo, Hansa-Fan. Hansa Rostock oder was? Hallöchen. Welcome aboard. Welcome aboard. Welcome aboard. So, weiter geht's. Zweimal eine 3 auf 3 Platte und ein 2 auf 6 Block. Gefunden! Ist schon hier, schon hier, schon hier. Das kommt wohin? Aha. Guck hier. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Set. Ja. Aber es ist dann noch gelungen. Tunnel in Hölle, einmal Gegenwart. Einmal 70 Jahre zurück, dann 70 in die Zukunft, dann alles in eine Stadt. Das krasse ist, die Rollen verschiedenen Zeiten miterkennbar zu machen. Habe fertig. The Darkie, welche Serie meinst du? Hansa-Fan, moin, was brauchst du Schönes? Rufzeichen Bricks. Phasmophobia. Schon mal gedacht, Handmodel zu werden? Ja. Aber ist, glaube ich, ein bisschen spät dafür. Sie ihm das, Hallöchen. Hey, moin, wie geht's? Nils, Hallöchen, was geht? Nils. Hello. Why, hello there. What up, Nils? Warte mal hier. Handmodel. Dachte ich mir. So, Handmodel. Das hat irgendwas Perverses an sich.
Also, eine zweimal die ganz große Stange und eine Achterstange. Hier ist die Achterstange. Zweimal die große Stange. Zweimal die große Stange, bitteschön. Jetzt einmal mit Noppen nach oben in 4 und auf 8. Einmal mit Noppen nach oben, 4 und das gleiche in 8. Also, das Projekt hat 2700 Teile. Ich kenne Leute, die über 10 Jahre gesund sind als du, haben schlechtere Hände. Ach, war das jetzt ein Kompliment? Naja, das sind halt normal. Also, ich bin schon froh, meine Hände. Was ist da jetzt auffällig? Guck mal, da habe ich sogar eine Narbe. Ja, okay, das sind vielleicht Maurer oder sowas. Schaust du Animes? Falls ja, was hast du gesehen? Ich schaue nicht Animes, ich habe ein bisschen mitsynchronisiert. Bei One Piece war ich mal kurz. Dann habe ich, eine Zeit lang habe ich ein bisschen Animes synchronisiert, immer so Side-Characters. Was im Studio in München, das hat leider zugemacht. Der ist in Rente gegangen, wohl verdient, guter Typ. Sag mal, ich zeig Unge meine Hände, wenn ich streame. Und deshalb habe ich alles als Kompliment. Danke, The Third. Wen hast du in One Piece synchronisiert? Das war so ein dicker Samurai, der so eine junge Frau unbedingt heiratet, war in einer Folge. Und sonst immer so kleine Nebencharaktere. Follow me, follow you, follow me. Aber wenn es dich wirklich interessiert, bist du wirklich Erkan? Nein, der echte Erkan, der streamt doch nicht vor 60 Leuten. Pass auf, bei One Keys, du musst eingeben deutschesynchrondatei.de. Hallo Chris LaFucky! How are you? Deutsche Synchrondatei, der hat immer, dieses Teil 8-mal, ey, ich hab's jetzt einmal gefunden, 8-mal. Doch hier nie im Leben 8-mal drin. Wird ja voll rausstechen. Digga, das müsste mich doch viel mehr anspringen. 8-mal. Also, wir machen jetzt einmal hin. deutschesynchrondatei.de. Kennst du das? Kein Treffer. Da musst du eingeben, mein alter Ego. Da musst du eingeben, John Friedman. Bei Deutsche Synchrondatei. Da gibst du einen John Friedman, dann geht's. Dicker Sangerei. Gibt es eine deutsche Synchrondatei? Ich glaube, da steht's drin. Ich glaube, das ist da auch aufgeführt. Wenn nicht, also ich habe es nicht geupgradet. Wie lange haben wir geupgradet? Das ist sowieso eine spannende Seite. Da kannst du total sehen, wer was synchronisiert. Als ich noch in München gelebt habe, habe ich so immer so viele kleine Rollen gemacht. 1, 2, 3, 4. Unter meinem alter Ego. Haben wir schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stimmt das?
Mizuoka Kanuka als Orishama in One Piece. Nee, den großen habe ich nicht gemacht. Den ganz großen, war das der? Meiner kam nur ein paar Folgen vor, nicht so oft. Steht da so, ah, dann war das der Miss Kanuka. Ah ja, dann war das der. Achso, die ganze Serie geht 2000 Dings. Und meine Folge war irgendwie Staffel 7 oder sowas. Es war nur einmal so kurz. Ich hätte es noch öfter machen können, aber dann bin ich nach Spanien gezogen. Hört sich krass an, ist aber so. So. Kaum war ich weg, wollten sie immer öfter, dass ich synchronisiere. Stehst du? So, das machen wir hier fest. Es hat Spaß. Die Leute, die One Piece machen, das ist eine tolle Firma. Nette Münchner Firma. Hast du richtig viel Synchron? Ja, als ich in München war, schon viel, ja. Zacki, aber alter Ego halt. So. Robert Cern in Page Königsmund, Game of Thrones. Ja, ist so. Der Hofdingster. Drei, zweimal und ein Vierer. Ein Vierer haben wir hier. Immer wieder mal. Und da fanden sie mich wieder gut und dann fanden sie mich wieder nicht so cool. Immer so. War anstrengend. So, jetzt zweimal das Unterteil. Das ist halt alles kompliziert im Leben, weißt du? Weil die haben immer nicht gewusst, dass ich in meinem alter Ego, da musste ich quasi bei Null anfangen. Das war ganz lustig. Ja, wer bist du, was machst du, was tust du, kennst dich aus, bist du schon mal beim Mikrofon gestanden? Ich so, boah, krass, Mikrofon, voll neue Welt und so. War das Urashima? Ah, ich glaube Urashima. Also eher auf dem aktuellen Stand Synchro gemacht. Ja, Urashima, ich glaube, das war der Typ. Das kommt mir bekannt vor, ehrlich gesagt. Urashima kommt mir tatsächlich bekannt vor. So, was sucht man denn hier eigentlich? Ach, dieses gebogene Teil mit Untergrund. Dieses Teil suchen wir zweimal. Einmal und so was nochmal. War schon cool, hat immer Spaß gemacht. Eigentlich übel bezahlt, muss ich sagen. Du bist als Synchronsprecher eigentlich völlig unterbezahlt. Ein paar Games habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich habe sogar bei Bioshock oder sowas mal mitgelabert. Steht da was? Son Godnika. Steht da was von Bioshock? Habt ihr das reingeschrieben? Es ist da nicht alles drin, was geschrieben. Ich habe ja mehr gemacht, als was da drin steht. Viel mehr, Buddy. Viel, viel, viel mehr. So. Wir machen die Viererstange hier. Wir machen das hier so dran. Guck hier. So. Wo ist denn da die Viererstange? Wo soll denn da die Viererstange hinkommen? Hm? Da steht eine Viererstange da. Also die ist jetzt ein Dings nehmen. Gern hat schon erste gute Angabe. Borderlands 4 oder so. Borderlands 4, Mafia 4. Aber Mafia, das kommt ja alles erst 2024. Borderlands 4? Ist Borderlands 4 offiziell angekündigt? Borderlands 4, fände ich super geil. Die 4 kommt auf die 3 an der Zeit. Hast du auch Leute gehabt, die Hauptrollen sprechen? Ja, ganz viele. Ein paar Hauptrollen habe ich ja auch gesprochen. Zum Beispiel Manu Lobowski habe ich viel getroffen. Der hat viel, der ist einer, der hat bei Game of Thrones den mit dem einen Arm gemacht. Guter Typ.
So, wo kommt jetzt die Viererstange hin? Wo kommt diese Viererstange hin? Hä? Schau mal, da sind doch nur die Dings, dreimal. Ach nee, da ist eine vierte. Ah, guck mal. Die Viererstange hier, nee. Aha, warte mal. Da drunter die Viererstange, oder was? Das zeigt es mir nicht an. Wahrscheinlich die Dreier hier drauf, parallel. Und die Vierer hier so hin, ne? Ist doch drei Dreier, eine Vierer. Die 4 kommt auf die 3 und den Zweierteil. So. Ah. Hat es dann noch die gleiche Höhe? Ist ja komisch gemacht hier. Achtung, Abo-Falle. Nein. Viel Spaß mit der neuen Waschmaschine. So, ah ja. Krass. Steht die da dran nicht über? Ja! Sehr gut. So, oder? Hier. Mann, das ist mal der Kamera. Sind gleich. Das steht nach außen. Steht das echt nach außen? Eigentlich? Steht das wirklich so leicht raus? Und da muss bündig abschließen. Und da kommt das Vierer hin, oder was? So, oder? Genauso richtig. Danke. Wow, Chaos Atze kennt sich aus. Danke für die Abo-Falle an Chica. Neu für einen Monat abonniert. Schon 26 Monate. Ehre geht raus an Chica. Nice. Chica, sweet. 9516. Nice. Danke, Chica. Sweet. Fettes Merci, Baby. Darf ich sagen, oder? Baby. Jetzt eine 6er Stange da oben drauf. Baby. Hier oben drauf, da ist dann Luft dazwischen, schau. Ist gar nicht so einfach, das Ding hier. Weiter geht's. Jetzt was ganz anderes. 17 Mal die Ecke. Also jetzt hüpft es wieder ganz woanders hin. Und zwar hier rüber. Untere Kante hier, 17 so Kanten. Atze glaubt gar nichts mehr seit der Geschichte mit dem Stein da in der Mitte links. Atze glaube ich auch nichts mehr, Brudi. War ein guter, geiler Joke. Hallo, kleiner Spartan, hallöchen. Hallo, so, jetzt such mal 14 mal so Kanten. Da an der Kiste. Dieses Teil suchen wir jetzt 14 mal, weil das kommt dann so hier hin. Warte. Jetzt noch 12 mal. Haben wir schon einmal. Zweimal. Aber es wird ein schönes Set. Erka! War doch richtig, was ich gesagt habe. Ist wirklich richtig. Tatsächlich. Alles cool, war ein Joke. Wir sind ja. Wir haben durchaus Humor. Wir sind hier witzig in dem Stream. Ja? Das ist ein deutscher Stream. Wir Deutschen haben wirklich Humor, Burdi. Da kann man gar nicht diskutieren. Wir haben Humor. Hahaha. Ha, ha. Schau, wie ich jetzt lache zum Beispiel. Sehr witzig. Das Teil suche ich bestimmt noch öfter hier. So. 17 mal. Oh, 17 mal. 1, 2, 3, 4. Krass. Hast du die digitale auch? Daki? Hast du die digitale? Siehst du das da oben in dem kleinen Fenster? Oder schaust du es auf dem Projektor an? Oder hast du die digitale Dings offen? Bist du auch Klemmerer?
Hast ja totales Fachwissen hier. Nee, bei dir gesehen. Ah, ja. Krass, was ihr alles seht. Das ist so geil, Leute, die nicht Twitch gucken, die einfach nicht checken, dass die Leute auf Twitch klug sind. Die denken immer, die Twitch-Leute sind also ein bisschen belämmert. Ich meine, es geht ja auch keinen sagt, nur weil du Quizshow schaust, bist du bescheuert, ja? Aber Leute, die Twitch nicht kennen, sagen, naja, also das ist so. Was machst du da auf Twitch oder was? Und was schauen die dir dabei zu? So, ja, aber ich rede mit denen, die können labern, die können mir Tipps geben und so. Ja, ja, schon. Verstehe schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Spaß ist, wenn du eine alte Treppe runterschubst und rufst, alles, Alter, was rennst du so? Rudi. Großer Monitor, Wahnsinn. Aber wie ist es so, wenn ihr anderen Leuten erzählt, dass ihr auf Twitch viel schaut? Wie reagieren die dann? Die einen kennen es nicht und die anderen finden es geil und die dritten so, was soll denn das sein? Krümpfen die ja nicht manchmal die Nase, weil sie es nicht checken? Schön wird es hier. Noch ein paar. Was sind so eure Erfahrungen, wenn ihr Leuten sagt, dass ihr Twitch gern schaut? Dass ihr Twitch Leute abonniert? Dass ihr euch angewöhnt habt, jeden zweiten Tag mal zu gucken, was denn der Streamer auf Twitch macht. Was sind ziemlich andere? Ich muss Spaß haben im Leben. Yay! Oh, man! Die gucken halt jeden Tag Pro7 und immer, oder was weiß ich was, und immer nur Werbung, Werbung, Werbung. Und denken, sie sind total anders. So. Ich schaue eigentlich nicht gern Twitch, aber ich schaue vielleicht 30 Minuten, das ist nicht oft. Ups. Aber die sind gut, oder? Drei gute Streamer und dann uns ab und zu. Ich bin bei 53. Oh, die in meinem Umfeld nicht viele. Da sind in meinem Umfeld nicht viele, die das mit anfangen können. Ja, klar. Was baust du, Erker? Lichtschwert. Sorry, dass ich manchmal so. Das geht so schnell, dass ich manchmal nicht korrekt lese. So, schau mal, jetzt haben wir die Kante gemacht hier. Aber wer hätte gedacht früher, dass Leute gerne klemmen? Das ist ja jetzt auch, ich meine, ich glaube, die ganzen Klemmbausteinfirmen verdienen mit den Leuten, die so gern klemmen, mehr als mit Kindern. Oh, was klemmen denn jetzt hier? Jetzt haben wir die Kante gemacht, ich zeig's mal hier. Sieht eigentlich ganz cool aus hier, die Kante. In der Summe dann, die glatte Kante da. Okay, nicht so mega impressive, verstehe ich schon. Aber es fasst sich übrigens geil an. Warum geht's ja? Hab mir gerade einen rosa Red Bull gegönnt. Okay, was ist? Ich habe vier Kinder. Da habe ich für dem Zeug rumliegen. Ah, krass. Richtig lesen ist für Anfänger. That's the third, da, Darky. So schaut's aus. Hey. Ja, Mann. How you doing? So schaut's aus. Richtig lesen ist für Anfänger. Also, zweimal dieses komische Teil. Das ist jetzt Deko. Sieht aus wie so ein Fernrohr. Boah, krass. Und einmal das. Einmal dieses, ich weiß, was ich sagen, dieses Technik-Rasterteil. Ja, ich wusste das, ich habe das schon mal einmal vorsortiert. Das kommt bei Panzern oder so, kommt es oft vor. Und was? Ah ja, das ist mit den Noppen. Nicht so einfach. Ich habe auch noch 5 Riesenkanten auf dem Dachboden, teilweise noch von mir und vom Sohn. Ja krass, mittlerweile was wert. Schön ist, wenn man es aufbaut, 3 Stunden, die Kinder machen 10 Minuten wieder alles defekt. Na, es gibt diese Streamer, die voll korrekt sind, wie du und Stefan zum Beispiel, aber der Großteil an Leuten, die Streamer heutzutage, kann man in die Tonne kloppen nach meinem Angemessen. Ah, Sahora. Sahora Valdotti. Ist so? Naja, auch die haben ihr Publikum, ne? So, ich meine, sei ja jedem gegönnt. Ist ja schön, dass die Welt schön bunt und groß ist. Wir selber schauen nicht so viel andere Streamer, weil wir selber so viel streamen, dass wir nicht dazukommen. Macht Sinn, oder? Zweimal das Teil hier. Was seht ihr bei uns am liebsten? Oder, ich meine, ist ja unterschiedlich. Das würde uns mal interessieren. Wir wollen euch ja glücklich machen. Ich meine, wir zocken trotzdem das, worauf wir Bock haben, ja? Ist klar. Scheißegal, ob euch das taugt. Nein, aber ernsthaft. Was ist euer. Was schaut ihr gerne? Sagt so, nebenbei das laufen lassen oder mitzocken oder mitleiden.
Ego-Shooter, Action-Games, klemmen, quatschen, labern. Da ich auch streame, zähle ich mich zu den Letzteren. Du liebst am liebsten, wenn ich kann. Das ist mir voll peinlich, wenn ich auslippe. Da bin ich echt sauer. Aber das habe ich schon gelernt, es zurückzunehmen. So, zweimal. Weil du es fühlst, oder? Und wie Stefan Auto fährt. Wenn du spielst und Fluch tust, einfach nur geil. Genial. Pamme Chico, I don't know. Es nervt halt manchmal. Nein, ich denk mir, dann merke ich immer, dass ich total inkompetent bin, Brudi. Jetzt kommt diese dran. Das ist ganz cool, jetzt kommt diese dran. Vier Noppen weiter. Vier Noppen weiter. So, zwei Noppen weiter. Wieder vier Noppen, da kommt das Ding dann dran. Das ist ja auch komisch. Ne? Vier Noppen weiter. Jetzt das Ganze da vorne. Wieso steht das? Was mache ich da falsch gerade? Ja, er dreht es um. Ah, und es fällt ab, diese. Ich halte es mal, ey. Drecksteil. Wieso fällt denn das jetzt ab hier? Scheiße, ich habe es falsch genoppt. Weil ich jetzt umdrehen müssen. Können wir wieder abmachen. Ah! Beim Clement Ragen, das ist echt schon mega Fail. So, jetzt umdrehen. Es will umgedreht werden. So, jetzt hier unten. Da, wo es übersteht. Ah, steht tatsächlich über. Ich rede auch schon mal, das tut physisch gut. Ist so. Man darf es nicht reinfressen. Robin Hood, moinchen, moin, 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 Robin Hood. Hallo! Wunderbar! Man darf es nicht in sich reinfressen. Neuer Follower. Danke für den Follow. Wen haben wir da? Welcome aboard. Welcome aboard. So. Druck muss raus, Brudi. Nicht nur beim Gamen. Ist so. Weil mein Kleiner, ich mag es am Anfang vom Stream, wenn du einen Tag erzählen tust. Ich höre es so gern zu. Ist so. Nice. Ja, heute war harmlos. Gestern war ich ja geil essen. Ja, Mann. Heute hat mir halt ein Buddy gefehlt, mit dem ich eine Cola trinken kann. Pass mal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwie 8 Noppen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Noppen hier. Dann bleibt. Oh fuck, ist jetzt 3. Geht sich das aus? Dann 4 Noppen. 1, 2, 3, 4 und dann kommt es. Kommt es echt ans Ende. Oh, ich hasse das, wenn das nicht klemmt. Druck muss raus. Druck, Don Gero. So schaut's aus. Vidic, wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Blendend eigentlich. Hab mal noch ein Original Müller von Lego Müller von 1902 verschlossen. Die Nummer. Ja, google mal. Chaosatze, google mal 66 3x68 auf eBay. Neu. Ich wette mit dir, das ist 500 Euro wert. Wette ich mit dir. Damals wahrscheinlich 50 Euro oder 30 Dings. Sag mal 300 Euro. Sora, Erkan, du bist ja immer noch jung geblieben. Verrückt wie damals schon warst du im Film. Krass, oder? Ist es gut oder ist es schlecht? I don't know. Next step. Ja, Mann, das kannst du alles nicht ernst nehmen, Brudi. Vielen so, Dank für den Follow. Robin! Welcome aboard! That's the coolest thing in the planet. Ich hab noch einen Podracer von Anakin nicht zusammengearbeitet, aber keine Tricks, sondern Modeln und Modellbausatz, okay? Meinst du, es hat zu viel Wert? Googles Chaosatze. Googles 92er nicht verschlossenes Set von Lego. 3x68. Googles mal. Denke 30, wenn überhaupt. Nee, ich denke, es geht in 200, 300 rein. Warte, mach ich mal. Google es mal. Aber verpackt. Verpackt, unausgedingst. Da müsste ich mich jetzt sehr täuschen.
Ich habe übrigens stets nur geschaut. Dann mach neu. Du musst unter neu gucken. Ja, neu ist. Boah, jetzt muss ich das wieder anders schieben hier. Irgendwie ist ein Teil abgefallen. Oh, die roten Teile. Oh Gott. Also unverbrauchte Sets, ungeöffnete Sets sind etwas wert. Da müsste ich mich hier schon sehr täuschen. Da musst du woanders gucken. Als neu gibt es es da nicht. Ja, krass. Was gibt's noch? Merlin-Steine kann man da gebrauchtes Herz verkaufen. Dann gib's mal auf dem Englischen. Komm, so Islam will ich nachmachen. Dann gib's mal ein eBay.com. eBay.com. Was da kommt. Ein neues Set unverbraucht. Man kann es sich auf Flixbrix neu bestellen. Gleiche Nummer, 668 für 40 Euro. Echt? Ist ja asozial. Mal krass, der Erkan tut so, als wenn alle Multi, als wenn voll. Da habe ich wieder falsch investiert, oder was? Ich hätte es ja fast abgekauft. Deswegen mein Kerl, wenn ich eine Story schreibe. Ich hätte gedacht, ein echtes Set, also das sieht trotzdem, $45, ja, schau mal mehr, der Ducky. Also, 38 Euro sind normal $30. $45 schon mal mehr. Aber ich glaube, du musst klar machen, dass es das Original-Set ist von damals. Original, nicht Original. 93. Weil da zahlen die Leute für, glaube ich. Weil seitdem hat sich bestimmt was geändert. Safe. So, also. Wo klemmen wir jetzt hier? Auf der Seite. Klemmt mir jetzt da. Das ist doch neu, oder? Da unten. Hola, surfen wollt ihr noch am Klemmen? Ja, keine Lust auf knackige Popos heute. Welche knackigen Popos? Ach, das ist die Serie. Ah, nein. Ich gehe doch nicht fremd. Schau mal doch nur deinen knackigen Popo an. Wie geht's, Surfen Molly? Was läuft in München? Wie ist die Wetterlage? Wenn, dann will ich ja niemals... Ich habe zwischen 5 und 50 Euro gesehen. Ja, kommt drauf an. Neu und... Also, noch original. Stellarblade meine ich. Ah, jetzt check ich's. Ne, jetzt klemmen wir erstmal noch ein bisschen, dass wir hier mal weiterkommen. Dass wir das auch mal fertig kriegen. Oh, das ist falsch. Um einen Noppen verklemmt. Klemmst du denn gerade was? Immer noch herbstlich. Ja, soll denn der Sommer nochmal zurückkommen im September? Das kann nicht sein. Was haben wir jetzt? Ende August und es ist in München schon herbstlich. Das ist ja asozial. Das ist doch falsch. Das verstehe ich nicht. Ach, das soll anders sein. Schau mal. Verklemmt, das kommt hier so drunter. Das kommt hier so drunter. Wann wird ein Schuh draus? Ich klemme aktuell nichts. Ich habe sogar einen Überraschungsgast. Das ist ja nett. Was hast du denn für einen Überraschungsgast? Mann, Frau, Kind, Hund? Glückwunsch. Ein Überraschungsgast. Beim Klemmen muss ich immer an Futurama denken, diesen Roboter, den Klemmen. Das ist auch geil. Futurama wäre auch ein geiles Set. Einen großen Hund. Nice. Bist du gut zu ihm? Fühlt er sich wohl? So, so ist richtig. Schau. Das musste er da drunter geklemmt werden, dass man das hier so ranklemmen kann, damit das hier das gleiche Niveau hat. So, sieht es gefährlich aus. Wie lange hast du denn? Manuel beendet seine Fußballkarriere. Nein! For real?
Im Moment fühlt er sich nicht wohl. Wie äußert sich das? Kein Scheiß. Manuel Neuer hört auf. Das ist jetzt aber ein bisschen early, oder? Wer ist denn der Manuel Neuer? Doch, komm gleich. Nur beim DFB. Nur beim DFB. Er hört als Nationalspieler auf. Aber nicht bei Bayern, ne? Er hört auf, hat dort bekannt. Bei der Nationalmannschaft. Was ist der neueste Standing? Hallo, hallo. Okay, also, hey. Auch so kalt bei dir an der Nordsee. Wir meinen 30 Grad wieder. Nee, hier ist es schön warm. Heute hat es 30 Grad gehabt, ja. So, nochmal so ein großes Ding. Ich habe es, so habe ich es verstanden, wie Müller und Gündogan auch. Müller hat, Gündogan hat aufgehört. Erst nicht entspannt. Manuel Neuer hat als Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft auf. Danke, Palma Chico. Irgendwann muss der Tag kommen, sagte 38 in seinem Instagram-Video. Er war der letzte Weltmeister. Boah, der ist schon 38. Also die Mio bei den Bayern nimmt er noch mit, oder? Palma Chico, du kennst dich aus. Meinst du, der Manuel Neuer hat das Zeug, um erster Torwart beim... Palma Chico, du kennst dich aus. Du bist Fußballprofi. Glaubst du, der Manuel Neuer hat das Zeug... Bleibt der erste Keeper beim FC Bayern mit 38? Das ist ja schon Buffon-Style eigentlich, oder? Wie alt war Buffon, als er aufgehört hat? Italienischer Supertorwart? Der Neuer ist schon 38. Das ist ja, da bin der, das ist ja fast so alt wie ich, Brudi. Eins auf, zwei auf Kante. Im Fußball ist das doch so. Er ist erst Spieler, dann Trainer, dann Manager. Aber die wenigsten sind Trainer. Über 40. Wer ist über... Buffon ist über 40. Chaos-Atze. Ha, bei eBay kostet das Set 182 Euro. Was habe ich gesagt? Weil das ist das Originale von damals. Nicht das Neue, sondern das Originale. Gibst du mir jetzt recht, Chaos-Atze? Zum Glück hast du schon ein Abo, sonst hätte ich dich jetzt geprügelt. Sag ich doch, das Set... Was habe ich ja? 300. Okay, 200. Das heißt, das kannst du diesem Zwischen... Ja, gebe ich dir. Das kannst du diesem Zwischenhändler, der das verkauft, kannst es für 130, 150, kannst es dem geben. Sag, ich habe auch ein neues. Ich gebe dir so ein Set für 150 oder sowas. 130. Ist ja ein original altes. Wo hast du denn, wo hast du das denn gefunden? Ich habe ewig gesucht, original auf Website von Flix für 98 gehen. Aber nur gebrauchte Sets. Ja, ich glaube, du musst schon die Jahreszahl eingeben, weil sich... seitdem was verändert hat. Und wenn es original verpackt ist, dann hat es eine andere Verpackung, hat eine andere Nummer. Also eine andere, wie soll ich sagen? Hier ist Dingsnummer. Wenn ich sterbe, baue ich es auf. Was? Wieso denn? Wir wollen doch nicht, dass du stirbst. Du brauchst dich aber nicht. Wie war die Jahreszahl? Die Sets haben doch immer eine eindeutige Nummer. Xudi! Macht das jetzt Spaß? Irgendwo schon. Gibt ein bisschen Farbe hier. Endlich mal. Ja, stimmt schon. Wie geht's dir? Wie läuft dein Tag? Sind die... die Urlaubsmelancholie vorbei? Ist ja immer so, wenn man Urlaub fährt, dann kommt man zurück. Dann war man melancholisch. So. Diese vier Teile kommen hier hin. Schau mal, sieht schon geil aus. Xudi, ja, bin wieder zurück. Dankeschön. Originalset verschlossen eingeben. Würde gerne sagen, allein schon wegen des Wetters. Ja, hoffentlich nur deswegen. Cheersinger. Ibiza, immer eine Reise wert. Also ich kann euch ja mal zeigen. Soll ich mal flexen? Soll ich mal Wetter flexen? Die Leute fragen immer, warum lebst du auf den Balearen?
Geschichte auf Nike Bull Bennett. Wetter. Also wenn du mal einen Assistenten brauchst, sag Bescheid. Ja. Ah, wie viele Zuschauer haben wir gerade? 90. Na, 9 geht. Guck mal hier. Also, wir hatten heute, jetzt ist gerade 27 Grad, wir hatten heute 31 Grad. Morgen 31 Grad, Freitag 32 Grad, Samstag 33 Grad und Sonne, da werde ich mal schön, da habe ich eine schöne Stelle ans Meer, da gehe ich schön, weiß ich schon, wo ich hingehe. Sonntag wolkig, 29 Grad, Montag wolkig, 28 Grad, 29 Grad, 30 Grad, 30 Grad, 30 Grad. Also wir haben zwei Tage mit 29, 28 Grad, aber geil wird zum Beispiel der Samstag. Da gehe ich meinen Lieblings-Chiringuito zurzeit und werde da hinradeln. Und wenn ich ankomme, gönne ich mir ein Bierchen und dann lege ich mich in die Sonne. So schaut's aus. Wer ist einfach weiter im Schrank lagen, bis noch älter ist? Ja, warum nicht? Wohnt ihr in Palma oder einfach in den Ferien da? Ich wohne in Palma, sagen Gott, Nika. Ich wohne in Palma, der Stefan wohnt, ich muss den selber fragen. Ich weiß nicht, der Ort, der hört sich so komisch an. So, jetzt dieses Teil hier. Boah, schon 8 Uhr. Der Third finde ich nicht. Ja, schick ihm doch ne Dings. Es klingt nach einem Plan. Das mit dem Bier im Strand. Ja, Brudi, super. Ich kann dir ein Foto schicken. Ich kann dir ein Foto zeigen. Von den letzten Malen, wie es da so ausschaut. Da sind die ganzen, da sind lauter Bunnies oben ohne. Voll gute Stimmung, alle gut drauf. Oben ohne Bahn ist mit Top-Bodies, braun gebrannt, Tattoos und so, weißt? Wollen alle nur ein bisschen labern halt so. Nett sich unterhalten. Stehen alle auf Typen mit Schnauzbart. Jetzt habe ich auch eine neue Badehose, die kann ich dann mal ausprobieren. Das ist der Plan, ich habe so eine neue Badehose, die will ich dann mal ausprobieren. Soll ich die mal zeigen? Lauter Bahn ist oben ohne, ja? Send gerne Bilder von den Untertus. Nein, Bruder, ich kann da nicht hingehen. Vor kurzem haben sie sich schon wegen einem beschwert, der da so Fotos gemacht hat. Das macht man nicht. Hätte ich auch keinen Bock. Das ist natürlich die Bunnies sagen, jetzt genieße ich die Freiheit. Hey, Freude, schon wieder neuer ohne Follower. Hey, wo die alle kommen, herkommen. Komm, die scheiß und fotografieren die ganze Zeit meine Titten. Ja, das ist ja auch irgendwie uncool. Wenn du dich da nackt hinlädst, willst du auch nicht, dass jeder deinen Penis fotografiert. Oder? Macht man doch nicht. Macht man das, dass man von anderen Leuten den Penis fotografiert? Das würde keiner tun. Also sollte man das von Bunnies auch nicht machen. Das ist meine persönliche Meinung, weißt du, was ich meine? Kann jetzt jeder anders sehen, aber. Was, neuer Follower, Dankeschön. Doch, jeder soll dann fotografieren. Die Badehose, was willst, was ist mit die Badehose? Surfen Wolli. Habe ich dir die schon gezeigt, die Badehose? Kennst du die schon? Habe ich jetzt dieses seltene Teil gefunden, was ich gesucht habe? Muss ich nachher mal gucken. Ist es 1 auf 1 oder 1 auf 2? Warte mal. Ja, 1 auf 2. Ihr bringt mich total durcheinander. Das geht so nicht. Ich muss dieses Teil nochmal finden. Erka, nein, Surf kennt ihr noch nicht. Die Badehose, hast du nicht gesehen? War damals Sissi lag jeden Sommer Mama, Papa am Santa Ponza. Ah, Santa Ponza, supergeil. Da war ich gestern essen. Hab mich der Carlos bei einem Hotel zum Essen eingeladen, weil der kennt, der hat doch Connections. Mega geil. Ich war so vollgefressen, Brudi. Santa Ponza. Santa Ponza. Das hört sich an wie so eine, das hört sich an wie ein Revenge aus einem Bulli-Film. Was muss ich das Teil finden? Also ein bisschen klemmen wir noch und dann wird gezockt. Santa Ponza. Boah, manchmal würde ich mir die Teile echt gerne selber schleifen, das sag ich dir. Ne? Ah ja, warst du bei der Katzenberger? Nee, wohnt die da? Hey, Doppelschlager, was geht heute zu essen bei dir? Gab's ne, gerade, bei mir gab's ne Grillhaxe, wo geil. Ein Mankini. Ich zeig's gleich, wenn ich das Teil gefunden habe. Wenn ich das Teil gefunden habe. Was denn am Mittwoch? Surfen Wolle geht doch jetzt eh gleich wieder zum Ballett oder sowas, oder?
Du machst ja immer nur Sport, Sport, Sport. Surfen Molly ist so brav, die kennt wahrscheinlich keine Sünde. Macht immer nur Sport, 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 Sport. So, jetzt brauche ich dieses Teil, weil ich will diesen Schritt komplettieren. Ich habe vorhin schon zwei Sachen übersprungen. Ausnahmsweise. Nicht, dass du auf dem Volley sagen sollst. Ah, der Fall. In NRW sind Ferien sobald. Sobald die AI schlau genug ist, soll sie dich mal Mankini zeichnen. Das kriegst du schnell hin. Es sind Ferien, da ist kein Ballett. Immer noch Ferien. In Bayern, oder was? Die Katzenmeier hat da ein Café. Weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht. Das sind immer diese Promi-Sachen, die laufen zwei Wochen gut und dann ist... Ich habe, glaube ich, das Teil gefunden, was ich ewig gesucht habe. Das hier, schau mal, das haben wir euch doch gesucht. Das finde ich jetzt, setze ich jetzt ein. Yes! Einfach gefunden. Das ist so mal Sensation, lustig, aber auf Dauer muss halt der Kaffee gut sein und die Bedienung. Das muss funktionieren. Das muss einfach glatt funktionieren. Da habe ich das Teil gefunden. Der Podolski, der macht es mit seinem Döner gut. Chiesinger! Bei mir gab es heute ein Pipi zum Trinken und eine Ananaspizza mit Shrimps und dazu einen Sekt. Lulu, was ist der Pfui? Deutsche Promis findest du in Palma fast in jeder Ecke. Das kann sein. Da hast du recht. Also, dieses Teil hier. An die Seite, die Dinger hier. Geil, ich glaube, ich schaffe, dass ich surfen wollte und nicht meine peinliche Badehose zeigen muss. Also schön Klappe halten, ne? Die steht über. Ananas, pfui. So. Und dann Anne wurde in Santa Ponza früher der Ballermann-Hits live im TV übertragen. Nicht am Ballermann selbst, wie viele dachten. Echt? Santa Ponza ist auch so ein Das ist so Ballermann für die Mittelklasse. So. Ich bin kein Santa Ponza-Fan. Also. Ach, das sieht ja geil aus. Schau mal. Jetzt haben wir das vorher so geklemmt hier, diese Stelle. Jetzt kommt das hier so drauf. Frage ich mich allerdings. Wieso steht denn das so über? Mit drei Noppen, das haben wir gerade gebaut. Steht das mit drei Noppen über? Nee. Da oben. Doch, das sind sogar vier Noppen, die da sind. Vier Noppen. Das ist schon richtig. Da, vier Noppen. Vier Noppen. Da müsste man eigentlich... Guck mal. Was mache ich da falsch? Nix. Wieso sieht man da unten nicht die Noppen? Fünf. Drei. Das ist schon richtig. Da fehlt doch hier was. Da fehlt hier die Kante. Ach, die andere Seite. Das ist die andere Seite. Weil es die andere Seite ist, ich Depp. Das kommt hier rüber. Schau, da kommt es hin. Nicht da, wo die stehen, ist eine andere Seite. Boah, krass. Wisst ihr, welche deutsche Promi? Kaiser, TV Kaiser. Wer war das? Nicht der. Boah, krass, surfen wollte, wie du es gesehen hast. Sehr gut, wow. Wie das checkt, ey. Wo hast denn das jetzt gecheckt, ey? Wahnsinn. Wow, wow, wow. Oh Gott, was ist denn das alles für Kackteile jetzt hier? Ach, jetzt gibt es aber nochmal einen Unterbau dafür. Das finde ich aber ganz cool. Da wird es stabiler. Oh Gott, sind es komplizierte Teile. Schauen wir mal. Es ist eigentlich schon ein spannendes Set. Also Surfen Volley, das wäre ein Set für dich. Du bist doch so eine spannende Klemmerin. Oder? So. Dann zweimal hier runter, ja?
Winter, ist Winter. Jetzt kommt wieder Klemmzeit. Winter, oder? Ist Winter nicht die Klemmzeit? Boah, es ist hart, alles zu finden. Also, wenn es nicht nummeriert ist, dann geht dir irgendwann immer die Luft aus. Wenn man so viel sucht. Ich gehe nun Abendessen, Spaghetti Bolognese, lese aber den Stream, logge mit raus. Viel Spaß, boah, buon provecho. Weil wir es können, Chaos-Satze. Der TV Kaiser, diese Talkshow-Parade mit dem lustigen Moderator, der immer sagte, ein Teufelskreis. Das ist ja geil. Na, nein, kein Problem, gar kein Test Club. Das ist mir das Chat auf YouTube. Wie geil ist das denn? Neck, neck, Proge. Ja, sehr geil. Mein Akku ist gleich leer. Acker, kannst du den Chat auf YouTube lesen? Ja, ich kann ihn auch auf YouTube lesen. Deswegen lass mal den parallel laufen. Ich hab den jetzt von. Genau, dich hab, wen habe ich gelesen gerade? Neck, neck, Pro. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr die einen oder... Weil wir haben das machen auf YouTube, weil manche haben halt noch so Hemmungen mit Twitch. Die sagen, Twitch, was ist denn das? Das kenn ich nicht. Versteh ich nicht. Weiß nicht. Nicht so meins. Ist nicht so meins. Ist auch nicht Wiesbaden. Ist nicht so meins. So. Jetzt hier mit der Ecke. Das Sofa. Sorry. Ja, das bin ich, Neck Neck Pro Gaming. Ach so. Lulu ist Neck Neck. Ach, du bist. Ah, und du hast heute so nette Kommentare geschrieben, glaube ich. Kann es sein? So, jetzt drehen wir das um. Mal gucken. Wo kommt das hin? Das kommt hier so drauf, oder? Ne, hier. Hier drauf. Ich glaube so. So. Oder du hast doch so nette YouTube-Kommentare heute geschrieben. Deswegen geht mir nicht. Jupp, wie immer. Ja, sehr geil. Freuen wir uns natürlich über jeden Support auf jeder Plattform. Vor allem auf den seriösen Gaming-Plattformen. Ach, guck mal hier, so. Schau mal, jetzt sehe ich auf der anderen Seite nicht, wie ich das da klemmen soll. Ich drehe es mal um. Nice. Es wird der Tag kommen, wo wir auf YouTube auch viele Zuschauer haben. Und ich finde es ja cool, dass es Twitch jetzt zulässt, dass man auf parallel streamt. Weil das ist, anstatt dass sich was nett wegnimmt, ich glaube, es ist sogar, es befruchtet sich gegenseitig. Weil man die beiden Plattformen aufeinander auf. Wahrscheinlich sollte Twitch eigentlich von YouTube irgendwann mal gekauft werden. Und dann geht es zusammen oder so und parallel laufen lassen. Wird Amazon nie machen, oder? So, so haben wir das gemacht. Bekomme ich es wieder von mir, wenn ich Zeit habe. Super nice. Oh, komm, das machen wir jetzt. Eine Sechser, zwei Sechserstangen und zwei große Platten. Dann wird es immer richtig fest hier. Dann wird es richtig fett hier. Das ist ein guter Move jetzt hier. Zwei Sechserstangen und zwei richtig große Platten. Ja, Surfen, Wolli, willst du mal wieder was klemmen? Bis wann bist du live? Muss erstmal Handy laden. Ich bis um 9:30, dann kommt der Stefan. Also, Entertainment ist garantiert. Schau hier, das ist jetzt richtig cool. Da wird es jetzt mal richtig stabil hier. Ich klemme das immer so leicht an. Und hier. Was schön ist, jetzt wird es stabil hier. Durch solche großen Platten, solche großen Verklemmereien hier. Ich liebe das ja, wenn es so, wenn man das anfasst, Druck und Gegendruck funktioniert. Boah, das fasst sich auch richtig geil an. Das ist jetzt schön feste. Schau mal hier. Diese Seite hier. Diese Kante, diese Leuchtkante an der Seite, die wir jetzt heute geklemmt haben. Das Ding hier. Ist geil. Jetzt kann man das schon so halb aufstellen. Und ich bin mir sicher, wenn man es auf... Das ist jetzt nicht nur so ein... Oh, krass. Guck mal, was wir jetzt bauen. Sollen wir das machen?
Oh, das bauen wir aber. Dieses geile seltene Teil kommt jetzt zum Einsatz im Schritt 170. Jetzt suche ich noch zweimal die Kante. Spitze, Spitze, Spitze. Ich sage mal, das ist Spitze. Wir sagen, das ist Schipitze. Schipitze. Rudi, das war Schipitze. Das war Schipitze. Hat der Bojan früher immer gesagt. Ja, Mann, das war Spitze. Muss Level los sein, Gottnika. Wünsche euch viel Spaß beim Stream. Danke, Tschaußen. Willst du nur seine Hose gucken? Wer will auf die Hose gucken? Das müssen wir zweimal finden. Einmal. Zweimal. Und jetzt die grauen Teile. Was mit der Bardose? Das Schiff sieht auch stabil aus. Gar nicht so leicht kaputt wie beim Hochheben. Ja, ist so. Was mit der Bardose? Gleich kommt die, gleich kommt. Wahnsinn. Ja, Mann, ist so krass, oder? Ich finde dieses Teil, finde ich einfach so geil. Das ist eines von den geilsten Teilen, was es überhaupt in ganzen Klemmbausteinen-Universum gibt. Dieses Teil ist mega. Ja, Mann, dieses Teil ist der Hammer. Wer dieses Teil noch nicht hat, dann muss ich einfach das galaktische Mutterschiff holen. Das große Mutterschiff von Blueblix. Ich liebe es. Ja, geil, oder? Ja, Mann. Dieses Teil ist einfach geil, Rudi. Hol dir dieses Teil, Rudi. Geiles Teil. Also, Badehose. Warte, ich klemme kurz das Teil fertig, okay? Gleich verschluckt er sich, vor Freude, ja. Gleich schminke ich mich und dann mache ich Badehose, okay? Also, pass auf. Wie geht denn das jetzt hier? Muss ich auch wieder raten. Mama muss man schon ganz schön raten hier. Also hier? Nee. Ah, das kommt da drunter. Hey, schon wieder neuer Follower. Dankeschön. Hey, wo die alle herkommen, krass. Lese ich das richtig, dass es so geht? So geht. Und dann die Kante hier so drauf. Und dann die zwei so drüber hier. Erka, was baust du jetzt, Eispol? Hallo, Eispol. Hey. Ein großes Mutterschiff. How you doing? So, oder? Und dann hier, das krasse ist, hier drunter. Schau hier, so, das ist ja abgefahren. Das ist richtig, ja, warte mal, das muss ich von hier klemmen. Das so stimmt. Das so stimmt. Es ist halt schwer zu sehen, weißt du? Vielleicht noch mehr? Mehr als eine Kante, zwei Kanten. So. Wäre schon hilfreich, wenn man das da sehen würde. Ja, so geht's. Wow, krass. So wird ein Schuh draus. Ah, fuck, ich hasse das immer, wenn das alles so abbricht. Was ist jetzt da abgebrochen? Na, das ist so ein bisschen halbgarig.
Okay, okay, okay. Ärger machst du halt keinen Boost hier, mit Platz der Badehose, oder? Ich zeige es. Du kannst in die Anladung reinzoomen. Ja, krass. Ah, das ist jetzt so Kleinkram-Scheißdreck. Boah, will ich jetzt den Kleinkram-Scheißdreck da machen? Ich meine, ich habe einmal das da. Mal gucken, wenn ich das Gelenk finde, 2x2 auf 2. Was ist für ein Gelenk? Okay, dann haben wir den Haltegriff. Aber surfen wollen, kriegt man da nicht wieder Bock, ein bisschen zu klemmen? Vom Platzproblem mal abgesehen. Erkan, du bist unser Verklemmergott, du schaffst das schon. Danke, Lulu. Hey, Bumserkan, wie geht's? Alles wieder abgehalten in der Hose. Ich hab so krass Sex gehabt, hab ich dir erzählt, oder? An meinem Geburtstag. Oder wann war das? Nicht da diesem Laden war. Nicht. Die Skandinavierin klar gemacht habe da. Plaza Columnas. Mega. So, pass auf. Jetzt drehen wir das wieder darüber. Und hier drauf. Oder? Krass. Jetzt muss man abwarten, wann es neue spannendes Architekturprojekt gibt. Deswegen der Spitzname für mich, ja? Hat sich das rumgesprochen, oder? Dass ich so endlich mal zugeschlagen habe hier. Also, jetzt viermal das dann. Aber krass, an meinem Geburtstag, oder? Oder was war das? So, viermal das Teil jetzt hier. Wahrscheinlich eher im Wintersurfen, Wolli, oder dass du was klemmst. Oh, geil. Schau mal, jetzt wird es schön fühlen. Das ist ein schöner Schritt. Jetzt wird es schön hier. Das war ich jetzt erst. Wie, was? Ja, Mann, Geburtstag. Krasse Party gehabt. Hey, was? Hey, was war denn das schon wieder? Hey, wenn ihr noch eine Abo macht, hey, dann flipp ich halt aus. Ein Monat länger von Jobbit Sister. Danke als Abo. Krass, danke nein, lieber Kunde. Wie geht's euch? Danke, Jobbit Sister. Neuen Wäschetrockner. Jobbit. Was ist mit Waschmaschinen passiert? Sind aus. Sister, 43 Monate. 43 Monate. Nice. Jobbit Sister. Fettes Merci. Kuss geht raus und Jobbit Sister. Dankeschön. Erkan Salami erst im Keller abgehangen, ja? Habe ich doch erzählt jetzt am Sonntag. Dass ich so Kraft die Skandinavierin an meinem Geburtstag klar gemacht habe. Boah, geil. Das sieht aber jetzt cool aus. Schau mal hier. Die Kante jetzt hier, das sieht jetzt richtig geil aus. Und dann mit dem grünen Licht da vorne. Danke und liebe Grüße an die Community. Black Rockstar. Grüße geht raus an Düsseldorf, Brudi. Ist gar nicht so hässlich, wie man denkt. Schöne Stadt. Düsseldorf, Düsseldorf. Da sind wir zentral gewesen. Zentralkino. Hast du die Gamescom Open-Night geguckt? Nee, da habe ich glaube ich, gestreamt, oder? So, sollen wir das jetzt da noch verkleiden? Und da klemmt er einfach immer weiter. 1 auf 4, Eckteil glatt. Also 2 auf 4, Eckteil. Und dann so ein... Finde ich ganz geil, so ein glattes mit Muster. 1 auf 2 glatt mit Muster oben drauf. Kann man das so sagen? Eckteil ohne angewinkelt. Da ist es! 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 Da ist es. Also, das kommt wohin. Also, das Ding wird echt cooler, weil man kann es echt ganz gut bewegen. So. Also, das geht wie? Das geht, wie geht das? Wie geht das bitte? Das geht so nach außen eine Kante. Darüber. Zeig's mal. Na, so glatt drauf. Ah, jetzt bauen wir wahrscheinlich ganz so viel Kleidungsmuster. Das ist immer schöner. Ja, werde von der Gamestar mit Handy. Geil, MacZocker. Einem Jürgen hat mal gesagt, man dürfte im Stream nichts Alkohol trinken, weil das wäre assi wäre. Eine andere Ansicht, meinst du das? Was meinst du, Erkan? Naja, ich streame ja seit 4 Jahren. Und hab noch nie was Alkoholisches getrunken. Zweimal die großen Platten.
Da trinken sie alle keinen Alkohol, aber da die ganze Zuckerpampe, die scheiß weg. Da zahlen sie dann dafür, dass sie irgendwie potenzielle Diabetiker incoming sind. Und jeder soll sein Ding machen, aber mir kannst du diese ganzen Plastik-Ernährungs-Zucker-Scheißdreck an den Arsch binden, nee. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Immer diese Ersatznuckelei, das ist alles so Hip-Essen. Ich werde auch nicht irgendwie, keine Ahnung, diesen Smoothie und der Ernährung, wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du das essen für den Arsch. Das kannst du mir auf den Bauch binden. Diese ganzen... Dann trinken sie alle Smoothies und dann, ja klar, surprise, surprise, es ist eigentlich nur Zucker. Gut, es ist Fruchtzucker mit Geschmack und was weiß ich was. Dann presst du eine Orange aus. Mich wirst du nicht hier irgendwie rummuckeln sehen nach irgendwelchen Essenspräparaten. Sollten sie zahlen viel Geld? Nein, Quatsch, ohne Scheiß. Das brauche ich nicht. Schau hier. Das wäre unglaubwürdig. Ich mache nur Werbung für was, was ich auch dran glauben tue. Schau mal, das wird echt schön hier an der Seite. Das sieht echt geil aus. So. Oh, jetzt ist aber kompliziert, Brudi. Dann machen wir die Kante hier rein, aber das ist jetzt kompliziert. Das Teil, das finde ich in 100 Jahren nicht, ey. Das ist das, was ich vorhin gesucht habe, aber mit einem Dings. Krankenwetter beim Naked Probe Gaming. Und den Rotz mit diesen Süßstoffen. Ja. Ich trinke auch gerne mal eine Coke Zero, aber eigentlich ist es auch Scheißdreck. Du kannst den Body nicht verarschen. Ich trinke halt einfach einen guten Wein. Du weißt, was ich meine. Ich trinke ja keinen Schrott. Sollen wir das auch noch verkleiden? Nee, das machen wir morgen. Schau mal, die weitere Verkleidung machen wir morgen. Das sieht jetzt schon geil aus. Es sollte wärmer werden. Das drücke ich euch die Daumen, Brudi. Dem drücke ich euch die Daumen. Schau mal, ich jetzt gerade, wo ich die Kiste offen habe, noch Teile finde. Nee, das ist nicht. Komm ich trotzdem mal raus. Jetzt sind es dann langsam weniger Teile, aber jetzt wird es hier dunkel. Jetzt sehe ich nicht mehr so viel. Auch in Mallorca wird es irgendwann mal dunkel. Every time I close my eyes, every time I open up my eyes, I'm in Mallorca. Vielleicht schafft die Julia das morgen mal vorzuselektieren hier. Volle Sau. Ich habe jetzt so eine Serie geschaut. Yellowstone, da ist so eine blonde Julia dabei. Ist wie so eine blonde Julia. So, also, was haben wir heute geschafft? Wir sind bei Schritt 176. Yo, 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 yo. Guck mal, wie geil es ausschaut. Das große Mutterschiff, also dieser grüne Stein da vorne, das grüne finde ich super geil. Jetzt kommt da so die Seite langsam hier zum Vorderschein. Und dann sieht es richtig geil aus, das Ding. Das hat, und vor allem ist es massiv, das ist wirklich ein geiles Ding. Das hat wirklich Masse. Das hat Masse. Wie schreibt Julia? Das erste A ist ein IE. Bist bei fertig, Chrysler Funk? Nein. 600 Schritte, wie du geschrieben hast. Hammer. Sieht geil aus, das Ding, oder? Völlig unterschätztes Set. Jetzt drückt uns mal die Daumen, dass wir von Brubix ein paar schöne neue Sets bekommen. Das sieht geil aus.